man taucht wirklich wie in so eine Welt ein. Und weil das ja auch dann ein, also weil die Kulisse so steht, weil man, also der Fantasieraum, der, man geht da so, geht den da so richtig. Ein Raum trägt dazu bei, eine Atmosphäre, alles, was jeder dort irgendwie so mit reinbringt, wie jemand drauf ist, wie der Tag heute war. Also es ist sozusagen maximal speziell, ja, also es ist halt einmalig, so wie jeder Moment einmalig ist. Und der wird so wie, ja, wie zelebriert. An den Punkt im Spiel zu kommen, ja, wo es aufgeht, wo es funktioniert, wo die Emotion sich sozusagen Bahn gebrochen hat, wo es stimmt, ja, und das ist ja wie eine Freiheit. Und wenn das geklappt hat, dann dann hat man es gehabt.